Wo sind wir jetzt hier? Ja, ich weiß, wir haben jetzt ein beschädigtes Fell, egal. Wo ist unsere Markierung? Da ist unsere Markierung. Ne, wir haben keine Markierung mehr. Nein, ich möchte nicht per Schnellreise, weil ich da direkt vorne davor noch laufen möchte, weil ich die Map noch ein Stück aufdecken möchte. Das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Haben wir tatsächlich noch ein paar Fälle. Eigentlich bräuchten wir jetzt noch ein paar mehr Wölfe hier. Brauchen wir hier noch ein paar Wölfe? Ich, Idiot, habe natürlich offscreen alles, was wir an Jagdbeute hatten, verkauft. Damit wir nicht das ganze Geld loswerden für Klamotten und neue Waffen. Und dabei völlig vergessen, dass wir... Dass wir die Sachen ja auch noch brauchten für die Jagdaufträge. Völlig vergessen. Aber jetzt haben wir ja wieder genügend Wolfsachen, oder? Jetzt müssten wir genügend Wolfsfänge, Pelze und so weiter haben. Für unseren Mini-Quest hier bei der Jagdgesellschaft. Auch wenn ich nicht mehr weiß, wo das war. War das bei denen? Nein, da waren wir ja noch nicht. Da ist unser Quest. Da ist Abenteuer. Oder war das in der anderen, im anderen Grenzgebiet? Das sind ein paar Wapitis. Da auch. Bei den zwei Großen, da möchte ich aber auch nicht unbedingt zwischenstehen. Lieber einen Einzelnen erstmal. Da haben wir doch hier vorne noch den Großen, oder nicht? Wo ist er hin? Ansonsten nehmen wir den. Ist ja genug Auswahl hier. Wapitige war ja 1 von 3. Okay, dann müssen wir jetzt noch eben die anderen Wapiti-Hirsche auch noch erledigen. Wenn uns nur noch zwei Stück fehlen. Ja, ich glaube, die Fallen sind nur für kleine Tiere, oder? Wir können es ja mal ausprobieren. Haben wir Giftpfeile? Wir haben Giftpfeile.
Wir haben noch Giftpfeile. Au! Ah, der andere ist auch K.O. gegangen. Ja, du das weiterlaufen. So, jetzt haben wir aber genug. Hier irgendwo ist ein Klunker. Aber wo? Wo ist er? Hier irgendwo im Baum? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Nee, hier muss irgendwo noch eine Höhle unterirdisch sein. Wo? Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wo. Dafür müssen wir wahrscheinlich hier den Wasserfall runter. Ich hoffe, wir gehen dabei nicht drauf. Oh, ist ja gar nicht so tief, wie ich dachte. Rotröcke. Hier waren wir schon mal. Bleib liegen. Ist besser für dich. Da die Kiste schon auf ist, würde ich sagen, wir waren hier schon mal. Oh, ich sehe hier auch nichts, was nach einem Höhleneingang für den Klunker aussieht. Haben wir hier? Vielleicht hier auf der Seite. Ah, das kann ich mir nicht vorstellen, dass hier irgendwo ein Höhleneingang ist. Hier haben wir nichts. Wölfchen. Ja, Mann.
Den Klunker, den können wir uns eigentlich auch erstmal vormerken. Können wir uns merken, dass der hier war. Und den mal später suchen. Das muss jetzt sein, dass ihr hier mit einem ganzen Rudel angreift. Dass ich mich leider wehren muss. Ja, Mann. Bleib doch einfach weg. Was zum? Was war das? Ja, Mann. Warum liegt hier ein toter Rotrock? Oh, ich will mich ja nicht beschweren, aber es wundert mich schon. Also, ich habe nichts dagegen, wenn hier ein toter Rotrock rumliegt. Es wundert mich halt nur. Wir halten uns jetzt hier aber nicht länger mit dem Klunker oder der Suche nach einem Höhleneingang auf. Die Klunker können wir ein andermal suchen. Wichtiger ist es erstmal, dass wir jetzt zu unserem nächsten Ziel kommen. Und wir haben jetzt ein wenig von der Map aufgedeckt und genug Wolfsmaterial, genug Wapiti-Hirsch-Kram. Genau, komm mal her. Das kommt davon, wenn man angreift. Da muss man damit rechnen, dass einem das Genick umgedreht wird. Boah, schnell weg hier. Oh, da sind ja noch mehr. Denken sich wahrscheinlich auch, oh, hier ist ein Wilder unterwegs. Hier ganz schnell ganz viele Patrouillen laufen lassen. Aber bitte hier ist gut. Das ist aber lieb von dir, dass du hier ein wenig den Weg für mich frei machst. Ey. Lieb sein. Wir hätten das auch alles viel schneller haben können. Indem wir einfach geritten wären. Ich wollte gerade sagen, ist das Schwein tot? Nein, zum Glück nicht. Wir haben es nur gerade aufgeweckt. Ah, noch mehr Rotröcke. Verzieht euch! Haben wir hier einen Laden? Wir haben hier einen Laden. Was ist das für ein Buch? Geschäftsbuch, Lager. Alle Gegenstände im Lager durchsuchen und die bei den Handwerkern verfügbaren Gegenstände kaufen. Herstellung, Konvois. Die haben ja nichts.
Kleinholz kaufen. Bisschen Walnussholz. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür wir das alles brauchen. Wahrscheinlich um ganz viel zu bauen. So, die beschädigt. Wir verkaufen mal eben die ganzen beschädigten Sachen, oder? Was ist heute euer Wunsch? Und Munition kaufen wir uns erstmal. Warum haben wir gerade einen Mauscursor hier hab? Ja, und wir könnten uns irgendwann mal die ganzen Schwerter und sowas holen. Oh, oh, was war das denn? Doppelläufige Pistole. Nice. Was ist das denn? Entenfußsalvenpistole. Nice. So, erstmal Verbrauchsmaterial. Munition ist erstmal wichtiger. Munition ist voll. Außer die Giftpfeile. Und ein paar Pfeilen. Und verkaufen. So, wo haben wir die beschädigten Sachen denn? Beschädigter Waschbärenpelz. Beschädigte Wolfspelze. Haben wir noch mehr Beschädigtes? Nein. Gut. Hier haben wir auch einen Schnellreisepunkt hin. Ah, falsche Richtung. Da müssen wir lang. Dann haben wir die Map hier schon mal aufgedeckt bis zum Hafen. Ist auch schon mal was wert. Dann würde ich sagen, geht's als nächstes dann nach New York, oder? Oder vielleicht... Nein, vorher geht's noch einmal in die Siedlung. Einmal noch Achilles Rad einholen. Du hast mich gar nicht gesehen, Rotrock. Brauchst gar nicht so gucken. Es geht vorher nochmal in die Davenport-Siedlung. Wir gucken mal, ob Achilles uns vielleicht noch einen Rat gibt. Dann vorher. So. Mit Köder und Falle ein Tier fangen. 2 von 5. Hasen in Monmaus entdeckt. Das hier sieht mir so nach so einem kleinen Örtchen aus, wo sich was versteckt. So wie das da oben. Irgendwann erkennt man schon irgendwie automatisch ein paar Secret Orte, oder? Wie kommen wir nur hier hoch? Wie kommen wir da hoch? Vielleicht hier über die Felsen? Ja. Zumindest sieht das so aus.
Aber irgendwann hat man, glaube ich, echt so ein Auge dafür, wo sich auch irgendwelche Sachen noch verstecken könnten, wie zum Beispiel jetzt mit den Federn. Das war dumm. Nein, oh Mensch. Spring doch mal richtig. Ich möchte doch nur an den Ast da vorne. Aber manchmal ist die Steuerung hier ja wirklich, ich sag mal auf gut Deutsch, zum Kotzen. Das war nicht weit genug. Manchmal könnte man ja echt dann den Controller wirklich kurz in die Ecke schmeißen. Sagen, nee, das war's für heute. Aber diese Genugtuung gebe ich dem Spiel nicht. Warum? Ich verstehe es nicht, dass er da sich nicht vernünftig an den Ast hängt. Er springt immer wieder dran vorbei. Oder er versucht da hoch. Aber da wollen wir nicht hin. So. Man muss immer erst wütend werden, oder? Nice. Haben wir eine von vier Federn hier jetzt auch schon. Da vorne könnte sich auch noch was verstecken, aber ich glaube eher nicht. Das ist wieder nicht abgelegen genug. So, den einen Hasen, den holen wir uns jetzt noch. Dann geht es erstmal in die Davenport-Siedlung und danach weiter nach New York und schauen, wie gut die Zusammenarbeit. Die eher ungewollte Zusammenarbeit mit Hasem klappt. Wie gesagt, ich bin ja kein Freund von den Gedanken, dass wir jetzt auch noch mit dem Feind zusammenarbeiten müssen. Obwohl es ja auch so schön heißt, der Feind meines Feindes ist mein Freund oder so, ne? Ja, lauf. Ja, lauf, Kaninchen. Hase. Ja, los. Geht doch. Hundi, sei doch mal ruhig. So viel dazu. Na, vermisst du deinen Kollegen? Tja, das tut mir aber leid. Zu bellen. Oh, ich will eigentlich keinen Hund umbringen. Ich will eigentlich keinen Hund umbringen, aber der hat mir jetzt keine andere Wahl gelassen. Der hätte uns jetzt die ganze Zeit hier verfolgt wahrscheinlich. Und Alarm geschlagen. Okay, dann können wir ja einmal. So, Davenport-Siedlung.
Quatsch, einmal so. Zur Davenport-Siedlung. Da haben wir die Schnellreise. Dann geht's ab zur Davenport-Siedlung und danach nach New York. Die Hauptquest weitermachen. Aber auch alles erst in der nächsten Folge. Bis dahin.